Es ist die Asche der Palmzweige, die im Osterfeuer des letzten Jahres verbrannt wurden. Damit wird den Gläubigen ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst, ist die Botschaft. Ein Bewusstwerden der eigenen Vergänglichkeit. Dieser Ernst der Stunde wird uns am Aschermittwoch vor Augen gehalten. Also Mensch, schau in den Spiegel, leg die Maskerade der letzten Faschingstage ab, das war gut. Wir dürfen Fasching feiern, aber denk ernstlich daran, dass dir im Leben eine Frist gesetzt ist. Der Aschermittwoch im Augsburger Dom ist traditionell auch der Aschermittwoch der Künstler. Der ernannte Bischof von Augsburg dankte den Künstlern und Kunstschaffenden für ihren Dienst an der Wahrheit über den Menschen. Denn die Kunst versuche, im Menschen den Spuren Gottes nachzugehen. Das bedeutet es, dass wir durch das rein äußerliche, materielle, menschliche hindurchschauen auf die Transzendenz. Und wenn das der Kunst gelingt, das rein irdische, erdhafte zu durchdringen und in tiefere Schichten zu schauen, dann ist sozusagen deren Sendung erfüllt. Mit musikalischer Kunst vertiefte das Obsidian Collective unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann die Aschermittwochsliturgie. Der Gesang und die mittelalterlichen Instrumente, etwa das Organetto, versetzten die Zuhörer in die Zeit der ottonischen Kaiser um das Jahr 1000. Eine sinnliche Hinführung zu einem kunsthistorischen Aha-Moment. Das mittelalterliche Bronzeportal des Doms, das Forschern seit mehr als 150 Jahren Rätsel aufgibt, soll ein Sternentor sein. Ein Großteil der Reliefs zeige nicht christliche Motive, sondern astronomische Sternenbilder, erklärt Kunsthistorikerin Dorothea Diemer. Zusammen mit ihrem Ehemann Peter Diemer hat sie diesen neuen Forschungsansatz erarbeitet. Dann saßen wir verzweifelt da und fragten uns, und was bedeuten diese Bilder? Und im Grunde ging es damit los, dass wir beobachteten, dass einige dieser Figuren nackt sind unter ihren Umhängen. Das heißt, sie müssen antike Personifikationen sein, Naturpersonifikationen. Und davon gibt es gar nicht so viele. Dann kam man sehr schnell auf die Frage, können es denn eventuell Sternbilder sein? Und dann fielen sofort ein paar ins Auge, wie zum Beispiel der Wassermann, der sehr ähnlich ist, noch heute der Wassermann-Tradition, dann haben wir Leo, den Löwen, dann haben wir den Kentauren. Das heißt, plötzlich, als man auf die Idee gekommen war, sah man in so und so vielen Bildern, dass die wirklich Sternbilder sein können. Dass die Figuren immer wieder fehlgedeutet wurden, liegt wohl daran, dass die mittelalterlichen Bronzegießer aus Unkenntnis bestimmte Attribute, zum Beispiel die Lanze, einfach wegließen. Also kosmische Bilder im katholischen Kontext? Kein Widerspruch, sondern für die damalige Zeit öfters belegt, meint Theologieprofessorin Gerda Riedl. Mit hinein spielt die enge Verzahnung von Kaisertum und Kirche. Das Portal also ein Monument der Herrschaftlichkeit im Zeichen der Sterne. Für das Forscher-Ehepaar Diemer ist es schlichtweg ein Konzept von der guten Schöpfung Gottes. Und dazu passen die eindeutig biblischen Motive und genauso die Sternenbilder. Es lohnt sich wohl, das alte Bronzeportal des Doms im Diözesanmuseum mal wieder neu zu betrachten.